Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Evil Within 2. Wir sind hier das letzte Mal eigentlich nicht stehen geblieben, sondern an einer anderen Stelle. Und das liegt daran, weil ich eigentlich gestern schon mal aufgenommen habe. Nur habe ich dann die Aufnahme irgendwie abgebrochen und ja, deshalb fehlt jetzt halt so ein kleiner Teil. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal ganz normal weiter. Sie fangen an, mich zu langweilen. Ihr Tod wird zur Kunst. Es wird Zeit für die Signatur. Okay, wir müssen jetzt gegen Stefano kämpfen. Also das ist der nächste Bossfight. Nein, scheiße. Er kann sich halt teleportieren und das ist schon ganz schön nervig. Nein, Alter. Schon wieder habe ich eine Kugel verschwendet. Oh nein, jetzt sticht er mir ein Messer in den Rücken. Alter, was ist jetzt los? Oh, ich habe keine Schrotmunition mehr. Alter. Ich habe noch eine Spritze. Oh nein. Oh, sehr gut. Es gibt keinen Kommen. Oh nee. Oh, noch 5 Kugeln und das war's dann. Irgendwo Munition vielleicht? Ah, hier. Sogar Schrotmunition, sehr gut. Hier ist auch nochmal was. Auch noch 3 Kugeln. Sehr gut. So, der letzte Schockbolzen. Oh, scheiße, es ist gar kein Schockbolzen. Bolzentyp. Oh nein. Ah, warte, einen habe ich noch. Es braucht mehr, um mich zu töten. Das wirst du bereuen. Oh. Das reicht mir jetzt. Stirb jetzt! Endlich! Alter. Wenn ich mit dir fertig bin, ist von dir nichts mehr. Alter. Alter, nein. Ich habe hier noch so ein Medikit. Alter. Wie viel kannst du noch einstecken? Flucht ist zwecklos.
Alter, nein. Munition bitte. Oh, scheiße. So, und jetzt mit der Shotgun. Munition mehr. Dafür wirst du bezahlen. Verstecken ist zwecklos. Blut für mich. Blut für mich. Komm schon, stirb doch endlich. Das Munition. Sehr gut, Schrotmunition. Bleib stehen, du wirst ohnehin sterben. Wenn ich mit dir fertig bin, ist von dir nichts. Alter. Alter. Oh mein Gott. Und ich renne da noch voll rein. Und ich kann mich gar nicht mehr heilen. Na toll. Stirb endlich. Oh nein! Scheiße, jetzt bin ich doch gestorben. Wenn ich mit dir fertig bin, ist von dir nichts mehr. So, einmal nachladen. Alter. Alles muss man selber machen. Stirb endlich! Ah, das ist auch nur mal Munition, glaube ich. So, ich habe ihn einmal getroffen. Ich glaube, es ist Pistolenmunition, ja. Ist aber trotzdem nicht schlecht. Oh, scheiße, die Teile explodieren ja. Nein. Wo ist er denn? Hä, wo ist er? Ah, hier. Oh nein, das habe ich komplett übersehen. Nein! Alter, der Bastard geht mir gerade richtig auf den Sack. Dauernd teleportiert er sich. Oh nein. Ach du Scheiße. Jetzt brauche ich den Erste-Hilfe-Koffer. Nein. Oh mein Gott. Und er ist wieder weg. Alter. Ich habe ihn einmal getroffen. Na toll, ich habe keine Schrotmunition mehr. Ah, hier ist noch was. Ja, Schrotmunition, sehr gut. Alter, nein. Bitte nicht. Alter, der Kampf ist halt irgendwie richtig schwer. Ich kann mich nicht mal heilen. Oh nein. Ich hab langsam genug. Maus. Stirb doch endlich. Was ist dein Problem? Oh, scheiße, der hat mich fast getroffen.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gleich tot bin. Nein, ach komm schon. Alter. Wenn ich mit dir fertig bin, ist von dir nichts. Alter. Alles muss man selber machen. Gib mir dein Blut. Oh, das ist ein Explosivbolzen, glaube ich. Ach du Scheiße. Wie viel kannst du noch einstecken? Flucht ist zwecklos. Oh, ich habe noch 4 Explosivbolzen. Nein! So ein Scheiß. Nein, oh mein Gott, verpiss dich bitte. Alter. Ja, komm schon. Sehr gut. Na toll. Mit dir fertig bin, ist von dir nichts mehr. Wo ist da hinten? Stirb doch, Mann! Alter, ich hasse ihn. So, wir gehen jetzt erstmal hier hin und stellen uns einen Erste-Hilfe-Koffer her. Weil ohne den werde ich nicht überleben. Oh, ist das Schrotmunition? Ja, sehr gut. Nein, oh mein Gott. Ich habe gedacht, er trifft mich da. Alter, zweimal Verfehlung, der trifft mich natürlich. Noch 3 Kugeln. Sehr gut, ja, endlich. Noch so viel zu erschaffen. Sie haben mein Vermächtnis zerstört. Schauen Sie nur. Sie haben ein Meisterwerk aus mir gemacht. Ich muss es festhalten. Hätte ich doch nur meine Kamera. Wo ist sie hin? Lilly! Keine Angst, Schatz.
Ich bin's. Papa! Nein, bist du nicht! Papa ist tot! Schatz, ich weiß, das haben sie dir gesagt. Aber das stimmt nicht. Lilly, bitte. Ich... Komm raus, Lilly. Du musst dich nicht verstecken. Komm zu Mama, Lilly. Ich beschütze dich. Myra. Verschwinde! Du kriegst sie nicht! Myra? Ich bin hier für dich da. Und jemand anders wird dort drin für dich da sein. Kidman. Sie wusste von Myra. Kapitel 9. Ein anderes Übel. Okay, wir sind jetzt wieder in unserem alten Büro. Was ist das? Wo ist der Spiegel? Untersuchen. Das Symbol kenne ich. Als hätte ich es in der echten Welt gesehen. Aber wo sind wir jetzt hier? Alles Schießpulver. Und was ist das? Ein Bolzen. Okay, wir müssen dann wohl durch die Tür hier gehen. Wer
Was war das? Ah, hier ist so eine Blutspur. Und hier ist eine Kiste. Aber da ist nichts drin. Ah, Schrotmunition. Und da sind nochmal zwei Kisten. Waffenteile. Okay, und hier kommen wir nicht weiter. Und hier ist noch eine Kiste. Eine Spritze. Alter. Da ist nochmal Schießpulver. Bei lebendigem Leib verbrannt. Alter, ist das hier irgendwie so ein Folterkeller oder so? Foltergeräte. Fast schon mittelalterlich. Nägel. Alter. Okay, ich habe da irgendwo Schrei gehört. Und hier ist wieder Blut. Ah, müssen wir vielleicht hier durchkriechen? Und ich bin mir gar nicht sicher. Ich würde sagen, wir gehen nochmal kurz zurück. Weil ich will nichts übersehen. Dann gehen wir vielleicht doch lieber erstmal hier durch. Ah, da ist grünes Gel. Und eine Spritze. Oh nein, der lebt wahrscheinlich noch, oder? Ich wette nämlich schon. Natürlich, jetzt steht er auf. Ich hab's gewusst. So, tot ist er. Okay, Leute, ich würde aber erstmal sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.